Wissen um die Natur und den Lauf der Sterne. Können, wie man den flüssigen Werkstoff mit einer Glasmacherpfeife richtig bearbeitet. Weitergeben, Märchen von Generation zu Generation weitererzählen. Immaterielles Kulturerbe wird durch die Menschen geprägt. Es ist lebendig, verändert sich und entsteht immer wieder neu. Die Bandbreite ist sehr groß. Auch die Pizza, die durch die Luft fliegt und wieder aufgefangen wird vom Pizzamacher oder der Pizzamacherin, gehört ebenso dazu, wie auch ganz moderne Formen wie Poetry Slam oder auch die Demoszene, wo kleine Filmchen per Computer hergestellt werden, mit Musik unterlegt werden und dann gemeinsam geteilt werden und besprochen werden und weiterentwickelt werden. Wie können solche kulturellen Formen museal bewahrt, vermittelt und weitergegeben werden? Im Institut für Museumsforschung in Berlin-Dahlem wird Grundlagenforschung betrieben. Das vierköpfige Team arbeitet an einer ersten Bestandsaufnahme. Im Rahmen unseres Projekts führen wir eine Bestandsaufnahme durch von Museen, die immaterielles Kulturerbe digital vermitteln und untersuchen die Möglichkeiten und Potenziale dieser digitalen Anwendungen hinsichtlich Partizipation und Interaktion. Und die Daten werden wir dann am Ende unseres Projekts auf der Museum 4.0-Plattform bereitstellen. Wie können neue digitale Formate immaterielles Kulturerbe bewahren, vermitteln und weiterentwickeln? Was passiert zum Beispiel, wenn so eine digitale Anwendung viral geht, also auch jenseits der Communities of Practice plötzlich verbreitet wird? Wir fragen nicht nur nach der Wirkung auf die Benutzer dieser Anwendungen, auf die Publika und vielleicht auch die Rückwirkung auf die Communities of Practice, sondern wir stellen hier auch die Rolle des Museums in den Mittelpunkt. Für diese Forschungsarbeit werden zwei Expertisen miteinander kombiniert. Eine Psychologin und eine Kulturanthropologin arbeiten im Tandem. Auf Grundlage unserer Datenerhebung werden wir in einem weiteren Schritt Tiefeninterviews mit ausgewählten Best-Practice-Beispielen führen, mit dem Ziel, die Funktions- und Wirkweisen digitaler Anwendungen in der Vermittlung immaterieller Aspekte zu analysieren. Mit unserem Gutachten, das wir zum Ende unseres Teilprojektes verfassen, wollen wir gerne den Museen Handlungsempfehlungen geben, damit sie eine Idee bekommen können oder ihre Ideen weiterentwickeln können, wie sie zielgerichtet und auch besucherorientiert vor allen Dingen oder auch nutzerinnenorientiert digitale Vermittlungsformate anwenden können. Digitale Anwendungen zum immateriellen Kulturerbe in Museen zu erfassen und analysieren. Dieser Prozess hat gerade erst begonnen. Immaterielles Kulturerbe ist lebendiges Kulturerbe und das wird weiter tradiert. Es gibt Leute, die praktizieren das jedes Jahr und das rüberzubringen in das Museum ist das Besondere. Es wird plötzlich digitalisiert, es wird verfasst in ganz bestimmte Formate und diese Formate wieder in den Blick zu nehmen, das ist der Gesamtblick, den besonders das IFM als Institut für Museumsforschung mit seinem bundesweiten Auftrag besonders gut leisten kann. Das bisher nur wenig bearbeitete Forschungsgebiet wird in den nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Die Ergebnisse werden mit dazu beitragen, neue Wege der musealen Präsentation zu entwickeln und ein neues Publikum für unser immaterielles Kulturerbe zu interessieren.